Israels Ministerpräsident Netanyahu begründet, warum Israel keine schweren Waffen an die Ukraine liefert. Der Grund ist der, er sagt das ganz deutsch und deutlich, also er sagt es nicht deutsch, aber er sagt es deutlich, sie haben Angst in Israel, dass die Waffen, die sie an die Ukraine liefern, im Iran aufpoppen oder in anderen Schurkenstaaten. Mit anderen Worten sagt Netanyahu hier, die ukrainische Regierung ist korrupt, sie verkauft die Waffen, die wir ihr zur Verfügung stellen, um sich gegen Russland zu verteidigen. Die werden in diesem korrupten Staatsgebilde einfach verhökert, verscherbelt, unter anderem nach Iran, und deshalb machen wir nicht mit, und daraus leite ich ab, auch wir sollten aufhören, die Verantwortung für die Ukraine in diesem Ausmaß zu übernehmen.